Da, Wolle. Aus Strings oder aus Cotton? Strings. Ein Stick. Wolle. Dahin. Elevator. Zack. 8 Elevator. Guter Anfang, guter Anfang. So, runter. Erster Elevator kommt dahin. Und dahin. Swoosh. Zwischenebene. Oh. Hallo, Planter. Swoosh. So, was wollte ich? Ach genau, Kabel bauen. Dun, 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 dun. Kabel, 18 Stück haben wir. Das ist viel zu wenig. 61 ist auch nicht viel besser. Wir haben wieder kein Flugzeug. 2 Stacks. Hm, sehr schön. So. Da. Ach, das da kaputt. So. Demi. Demi. Jetzt hätten wir hier schon mal einen Anschluss. Weg. Hier muss das noch rum. So. Ist jetzt ein kleines bisschen. Die Sonne strahlt rein. Ist ein kleines wenig. Klein wenig dezenter. Ja. Ja, also eigentlich müsste ich den Duct hier nach da versetzen. Und dann hier den Importer hin. Und den Drain nach hier hinten. Dann wären die ganzen Kabel hinten rum. Ja. Mir reicht schon mal, dass wir hier ein bisschen was gebaut haben. Und dass wir hier überhaupt einen ME-Anschluss haben. Der braucht nämlich auch einen. Da hatte ich ja hier hinten irgendwo was geplant gehabt. Hier. Zing. Auch keine ME-Anschluss. Wir brauchen einfach mal Kabel komplett durch die gesamte Innenanlage hier. Dass wir einfach immer hinter jeder Wand ein ME-Kabel haben und ein Stromkabel. Und ich brauche auch unbedingt das andere Jetpack. Ich bin hier mal am Springen, Shift-Taste drücken, Springen, Shift-Taste drücken. Beine brechen und sonst was. Das ist nicht schön. Du raus, du rein, du gib mir. Ah, viel besser. So. Ich komme mir gerade vor wie ein alter Mensch, der ich ja bin, der sich in seinen Lieblingssessel gesetzt hat. Ah. Du. Da. Da. So. Oh. Okay. Das ist nur für später. Das ist nicht für jetzt, für irgendein aktuelles Projekt. Ich wollte einfach nur hier in der Zwischenmauer Kabel haben. Die kommen dann auch hier lang. Weil hier ist ja eigentlich auch ein Zwischenwand, weil hier noch eine ganze Plattform hin muss. Jetzt aber aus aktuellem Anlass hier rein. Na komm. Darum, darum, darum. Hier zu. Weil es sonst ein bisschen zu auffällig ist wegen Licht und so. Und dann da rein. Was hat da gerade so komische Geräusche gemacht? So. Genau, die Ducts könnte ich jetzt schon gleich richtig setzen. Ich könnte das alles richtig bauen. Aber wozu baue ich das jetzt falsch auf, nur damit ich es dann in 10 Folgen oder was mit dem anderen da hinten zusammen neu aufbauen, das ist irgendwie ein bisschen doof. Ja, bin ich auch. Also, du weg, du weg, du weg. So. Die zwei, der da. Also, Drain kommt hier hin. Duct kommt dahin, Duct kommt dahin. Warum sehe ich die Ducts nicht? Die sehen komisch aus. Okay. Weg, weg, weg. So, Duct sind die Dinger, die wir befüllen. Also Kohle zum Beispiel. Du da. Kein Eisen. Nee. Charcoal. Und der Duct ist konfiguriert als... Boah. Das hier ist, glaube ich, Brennmaterial. Die andere Flamme ist... Oder? Zeig mal. Ne, die Bunsenbrennerflamme ist die Brennmaterialflamme. Die hier. Gut. Also
das hier ist das Brennmaterial, um den Ofen heiß zu machen. Und das andere Brennmaterial ist für die Kohleherstellung. Was wir jetzt von Hand machen wollen. Stahlherstellung. So, dann kommt hier noch der Importer ran. So, und das Ding wird erstmal gar nicht genutzt. Deswegen mache ich da auch nichts hin. Gut, das heißt, das Ding müsste jetzt schon vollgepumpt. Ne, müsste es nicht, weil es noch nicht an ist. Du, 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 klick. Nichts passiert. Hm. Export, Charcoal. Das Ding ist nicht. Warte. Ja, sehr schön. Hm, okay. Es ist gar nicht am System angeschlossen. Deswegen hauen wir jetzt hier ein Loch rein, machen eine Verbindung zu der oberen Etage. Ziehen hier das Kabel raus. Und hier die Wand wieder zu. Und verbinden das Ganze. So. Ich komme wieder nicht rein. Es gibt oder gab früher bei Thaumcraft so ein schwarzes Loch, damit kommt man durch Wände laufen. Das wäre praktisch. Auch wenn ich Magie nicht mag, aber... Ja, sehr gut. Also, wir schmeißen jetzt rein Kohle. Wir schmeißen jetzt rein eins von beiden war Sand. Dann... Eisenblöcke sollte ich benutzen, das weiß ich noch. Kann ich einfach so wieder einen Eisenblock herstellen, oder? Ja, kann ich. Bin GregTech geschädigt, da geht das nämlich nicht ohne einen Kompressor. So, also ein Eisenblock. Und dann Redstone. Ja, haben wir inzwischen auch wieder ein bisschen was. So. Eisen. Redstone. Und es passiert was. Und es dauert ewig, weil es noch ganz... Ich wollte gerade warm sagen, aber das ist schon ein bisschen heiß. Also Sauna gehe ich bis 100 Grad. 150 wäre mir, glaube ich, zu viel. So, das lassen wir jetzt laufen. Es müsste jetzt flüssiger Stahl hier später auftauchen. Und dann müssten wir das irgendwo hier exportieren. Ich wollte eh eine Bestandsaufnahme machen. Wir gucken mal ganz kurz bei den Ingots, was wir brauchen und was nicht. Und das, was wir gerade nicht brauchen... Knipsen wir ihn einfach ab und ersetzen das Ganze durch Stahl. Also. Ingot. Wir haben genug Tin. Wir haben einigermaßen Eisen. Kupfer ist auch okay. Blei ist okay. Aluminium ist mau. Invar ist sehr mau. Gold ist mau. Silber ist nicht vorhanden. Ein Stahlbarren. Ja, okay. Also ich denke, Tin knapse ich ab. Dann hätte ich gerne ein Bucket. Ein. Molten Tin. Warum mache ich das jetzt? Nee, ich warte auf Stahl. Slash, 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 slash. Ne? Da ist Tin. Du hör bitte auf, Tin zu exportieren. Und du mach bitte das Ding da leer. So. Wie schaut es bei den Flüssigkeiten aus? Von den Metallen. 85 Aluminium, 130 Blei, ganz viel Nickel, kein Eisen. Ja, weil der eine arme Hochofen gar nicht hinterherkommt, ne? Was schmilzt du gerade? Was? Warum? Au. Das ist das Falsche. Nee, ist auch das Falsche. Das da? Ja, das war das Richtige. Ich muss mich da irgendwie verklickt haben hier. Das ist ärgerlich. Wird das langsam rausgesaugt? Ja, schaut gut aus. Okay, Blei ist jetzt zwar das Falsche, aber na gut. Tin. Du musst ganz leer werden. Jetzt haben wir ein Problem. 448. Ja, das müsste so oder so leer werden. Dann ist hier ein kleiner Rest über. Dann bauen wir das kurz einmal ab. Ja, 0. Sehr gut. Oder geht's genau auf? Ja, geht's wohl genau auf. Guti. Also du kommst jetzt Stahl. Wurde hier schon Stahl hergestellt?
Nein. Achso, das muss ja erstmal Temperatur erreichen. Also ich glaube, das braucht 1000 Grad oder 2000 Grad. Ich glaube 1000. Dann schmilzt das erst komplett. Ja. Also das ist ein Programm für später. Später, wenn Stahl im Flüssigkeitssystem drin ist. Toastbrot. Wenn Stahl im Flüssigkeitssystem drin ist, holen wir ein Bucket Stahl raus. Wappen das denn da oben beim Exporter hin, wo es hin war. Und dann kriegen wir so unsere Stahlblöcke. Machen daraus Stahlbarren und damit machen wir Reaktorcasings und fangen an, den Reaktor zu bauen. Der dann übrigens... ich weiß noch nicht, wo er hinkommt. Also erstmal nur einen kleinen. Einen kleinen können wir theoretisch hier fliegend in die Ecke setzen, aber das ist komisch. Ich glaube, ich mache den Notfallgroschen da mal weg und dann kommt der Reaktor da hin. Und dann kommt hier hin später der Crafting-Computer. Ja. Und auch hier hätte ich gerne eine andere Lösung, als einfach so durch die Wand zu laufen. Das sieht doof aus. Klick. So. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Elevator. Wir wollten überall Elevator haben. Es muss nur ansatzweise sinnvoll sein. Zum Beispiel, wenn wir hier mittig einen Elevator hinsetzen, sind wir im Turm. Das bringt uns nichts. Aber hier vor der Kiste zum Beispiel. Axt. Vor der Kiste. Klick. Und dann hier nach unten. Das Feld. Richtig? Richtig. Ist jetzt nicht so wirklich wichtig gewesen, die Stelle. Also nicht, dass wir öfters mal sagen, boah, ich muss jetzt ganz schnell zum Monsterturm. Es geht mir eher darum, dass ich einfach von jeder Plattform aus weggehen kann. Und nicht immer erst hier zur Mitte laufen muss. Und dann von der Mitte aus weiter. Genauso hier. Hier drüber ist noch gar nichts, oder? Doch, da. Moment mal. Doch, die Mitte ist da, stimmt. Hier, sagen wir mal hier. Ding, 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 ding. Nach oben. Komm schon, weg. So, oh. Gleich ein Problem gesichtet. Ding. Ding. So, und so verteilen wir jetzt einfach regelmäßig überall die Dinger. Damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Was noch? Samen. Wie schaut's aus mit den Sonnenblumensamen? Da. Was? Axt. Weg. Gib mir irgendwas, was nicht zu Tinkers Construct gehört. Da. Seed. Turnip Seeds. Nein. Obwohl, die dürften jetzt ja doch gehen, ne? Kann ich die da mal rausholen? So. Sunflower Seeds, 165. Und wahrscheinlich beim Planter ein volles Inventar. Ah, ist okay. Guck mal ganz kurz, ob das wirklich geht mit den Turnips. Hallo Hühner. Flup, flup. Ja, gib mir ganz viel. Ding, 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 ding. Sehr schön. Also, hier haben wir jetzt ein Sonnenblumenfeld. Ich denke, in meiner nächsten Off-Camera-Phase werde ich die Plattform hier außen rum bauen, damit wir hier noch eine Farm hinbauen können. Weil Bienen wären schon schick. Und Samenöl brauchen wir eh für mehrere Quests. Also kommt dann hier noch eine Farm hin und eventuell hier noch eine Farm hin. Damit das da auch ein bisschen Gestalt annimmt und ein bisschen schneller geht. Und irgendwie hatten wir Charcoal-Probleme. Das verstehe ich auch nicht ganz. Da müssten wir eventuell hier nochmal ein Furnace hinstellen. Und den so programmieren, dass wenn nicht genug Holzkohle im System ist, dass dann die Baumgeschichte verbrannt werden soll. Die Rubberwood-Geschichte. Weil Rubberwood müsste ganz normal Charcoal werden. Entweder das oder es verbrennt einmal zu regulärem Holz. Das müssen wir gucken. Ja, sehe ich jetzt nicht. Ganz schnell hingucken. Ganz schnell hingucken. Okay, warte. Da. Okay, so Charcoal.
Gut. Ja, also nochmal ein Furnace, nochmal ein Exporter, nochmal ein Level-Limiter, dass wir immer genug Kohle im System haben für unsere Stahlproduktion. Apropos Stahl, komm schon. Okay, wir sind bei über 1000 Grad, es müsste langsam Fahrt aufnehmen. Trotzdem ein wenig ärgerlich. Aber gut, wir haben ein bisschen was geschafft. In der nächsten Folge hoffe ich mir, dass das erste, naja, das zweite Stahl fließt. Dann fangen wir an, die Reaktor-Casings zu bauen, verteilen weiter fleißig die Elevator und in der Zwischenzeit baue ich oben, wie gesagt, die Farmen auf, also die Plattform, auf die Farmen gehört. Also bis gleich.